Herzlich willkommen zum Videolernzyklus zum Thema Masse und Dichte von Körpern von Mathematik macht Freunde. Mein Name ist Michael und ich werde dich durch die kommenden Videos begleiten. Hast du dich eigentlich schon mal gewundert, warum einige Gegenstände, die recht klein sind, schwer anzuheben sind und andere, die recht groß sind, leicht anzuheben sind? Als Beispiel dafür habe ich hier ein Multitool. Dieses ist relativ klein, aber es ist relativ schwer anzuheben. Auf der anderen Seite habe ich hier ein Stück Styropor. Dieses ist sehr groß, ich kann es aber sehr leicht anheben. Noch viel leichter als das Multitool. Wie kann das sein? Um diese Frage geht es in diesem Videolernzyklus und wir werden versuchen, diese Problematik mit Hilfe der Mathematik zu beschreiben. Dazu werden wir die Begriffe Masse, Volumen und Dichte verwenden. Beginnen wir mit der Masse. Die Masse ist ein Maß dafür, wie schwer ein Objekt ist. Schwere Objekte haben eine große Masse, leichte Objekte haben eine kleine Masse. In Formeln verwenden wir für die Masse das Symbol m. Die Standardeinheit der Masse ist das Kilogramm. Man kürzt es in Symbolschreibweise dem kleinen kg, wie hier dargestellt, ab. Eine andere übliche Einheit für die Masse wäre zum Beispiel das Gramm, das man mit einem kleinen g in Symbolschreibweise in Formeln abkürzen kann. Weiter geht's mit einer Wiederholung des Volumens. In Formeln verwenden wir für das Volumen das Formelzeichen V. Die Standardeinheit des Volumens ist Kubikmeter. Andere Einheiten wären zum Beispiel Kubik Dezimeter oder Kubikzentimeter. Im Zusammenhang dieser Videos kannst du dir das Volumen als ein Maß für die Größe vorstellen. Schau dir zum Beispiel diesen Würfel an. Dieser hat ein bestimmtes Volumen. Vergrößert sich der Würfel, so wird auch sein Volumen größer. Verkleinert sich der Würfel, so wird sein Volumen kleiner. Nun wollen wir den Begriff der Dichte einführen. Dazu gibt es zwei kleine Aufgaben, um dir deine Alltagsvorstellungen ins Gedächtnis zu rufen. Nach der zweiten Aufgabe werden wir beide Aufgaben gemeinsam auflösen. Stell dir vor, du hast die folgenden zwei Würfel vor dir liegen. Diesen kleinen Eisenwürfel und den großen Eisenwürfel. Deine Aufgabe ist es nun, diese Würfel zu ordnen, von am schwersten zum leichtesten. Links soll dabei schwer sein, rechts leicht. Notiere auch, warum du dich so entschieden hast für eine gewisse Reihenfolge. Pausiere nun das Video. Schon fertig? Na, sehr gut, dann können wir jetzt weitermachen. Nun folgt noch eine Aufgabe. Stell dir diesmal wieder zwei Würfel vor, diesmal diese beiden Würfel. Einer aus Holz, einer aus Eisen. Beide gleich groß, also haben gleiches Volumen. Ordne diese wieder von schwer nach leicht. Schwer sollte bei links sein, leicht rechts. Notiere auch wieder, warum du dich für eine gewisse Reihenfolge entschieden hast. Pausiere nun das Video. Schon fertig? Wunderbar. Dann werden wir diese Aufgaben jetzt auflösen. Kommen wir nun zur Auflösung dieser beiden Aufgaben. Aus deinem Alltag weißt du vermutlich schon, dass größere Objekte aus demselben Material schwerer sind als die kleineren. Deswegen müssen wir diese beiden Würfel vertauschen, sodass der große Eisenwürfel schwerer ist als der kleine Eisenwürfel. Holz ist leichter als Metall. Deshalb hat Holz bei gleichem Volumen eine kleinere Masse. Deshalb müssen wir auch diese beiden Würfel hier vertauschen. Der Eisenwürfel ist schwerer als der Holzwürfel. Was hast du dir notiert? Warum hast du dich für deine Reihenfolge entschieden? Und hast du auch die gleichen Reihenfolgen? Was ist nun die Dichte? Die Dichte gibt an, um wie viel sich die Masse eines Gegenstandes ändert, wenn sich dessen Volumen ändert. Sehen wir uns dafür diese beiden Würfel an. Wenn sich dessen Volumen vergrößert, dann sehen wir, dass die Nadel
beim Eisenwürfel viel schneller nach oben geht als beim Holzwürfel. Das ist deswegen so, weil der Eisenwürfel eine viel höhere Dichte hat als der Holzwürfel. Die Dichte beschreibt also, wie viel Masse pro Volumen ein Gegenstand hat. In Formeln verwenden wir für die Dichte das griechische Symbol Rho. In Formelschreibweise können wir daher die Dichte ausdrücken als Dichte ist Masse pro Volumen. Rho ist M durch V. Die Standardeinheit der Dichte ergibt sich also als Kilogramm pro Kubikmeter. In Symbolschreibweise kann man es schreiben wie hier dargestellt. Andere übliche Einheiten wären zum Beispiel Gramm pro Kubikzentimeter oder Gramm pro Kubikdezimeter. Ist aber nun der Zusammenhang zwischen diesen Größen? Die Masse kann man mit Hilfe von Dichte und Volumen ausdrücken. Dabei gilt, die Masse ist die Dichte mal dem Volumen. M ist Rho mal V. Beachte dabei aber, dass gleiche Volumina aus unterschiedlichen Materialien, also mit unterschiedlicher Dichte, stark unterschiedliche Massen haben können. Schau dir dazu diese beiden Würfel an, die wir gleich auf diesen Wagen fallen lassen. Du wirst sehen, der Eisenwürfel hat eine viel höhere Masse als der Holzwürfel. Er ist schwerer. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass wenn Gegenstände stark unterschiedliche Dichten und Volumen haben, sie trotzdem gleiche Masse haben können. Schau dir dazu diese beiden Wagen mit Würfeln an. Der kleine Eisenwürfel und der große Holzwürfel haben gleiche Masse. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du mit diesen Begriffen ganz konkret umgehen und rechnen kannst. Bis bald!